Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 19. Februar. Heute dabei FedEx, Coinbase, Visa, Uber und IKEA. Beginnen tun wir mit FedEx und keine guten Nachrichten für den Logistikdienstleister, denn die Firma Cromtech hat 119.000 Datensätze frei verfügbar auf einem Amazon S3 Server gefunden. Tja, sowas sollte natürlich nicht passieren. Cromtech hat FedEx informiert, die haben nicht reagiert. Dann ist Cromtech an die Medien gegangen, dann hat FedEx reagiert, den Server abgesichert und ist erstmal alles runtergespielt. Und es sollen nur Datensätze zwischen 2009 und 2012 betroffen sein und die damals mit der Firma Bongo International zusammenhingen, mit denen FedEx gearbeitet hat. Ja, mein Gott, egal ob das jetzt irgendwie ja nicht großartig von Belang ist und kein Mist oder Schindluder damit getrieben worden ist, sowas kann halt einfach nicht passieren, finde ich, so einer Firma wie FedEx. Und die sollten das durchaus ein bisschen ernster nehmen. Tja. Auch kein schönes Thema. Coinbase, das ist eine Kryptobörse, wo man Bitcoin und andere Kryptowährungen kauft. Die haben letzten Freitag die Konten ihrer Nutzer leergeräumt. Da gab es teilweise Abbuchungen bis zu 67.000 US-Dollar, 17 mal 1.000 Dollar wurden abgebucht und dann ist so manches Konto natürlich in den Miesen und man ist praktisch auch pleite eventuell. Keine schöne Sache. Coinbase hat relativ schnell gesagt, es tut ihnen leid, das ist aber nicht ihr Problem. Das hat Visa verbockt, denn wenn man auf Coinbase Kryptowährungen kauft, dann muss man das natürlich von seinem Konto bezahlen, in Euro oder in Dollar dementsprechend. Und dazwischen hängt Visa und einen Finanzdienstleister, der das abwickelt. Und da soll das Problem liegen. So, Coinbase hat gesagt, das wird geregelt, gelöst und die Leute bekommen ihr Geld zurück. Nichtsdestotrotz ist es erstmal passiert. Teilweise haben dann Leute auch ihr Geld zurückbekommen und es wurde direkt das Geld wieder abgebucht. Also keine schöne Sache. Visa hat dann auch erstmal gesagt, nee, sie sind nicht schuld. Und der Dienstleister, der noch mit drin hängt, das ist Worldpay. Tja, aber Ende des Tages ist es dann doch wieder schuld gewesen und wieder zugegeben. Sie haben ein Statement veröffentlicht, wo sie auch sehr deutlich schreiben, in Englisch natürlich, this issue was not caused by Coinbase. Also Coinbase hat das nicht verursacht. Nehmen die Schuld auf sich, sagen, dass ja alle ihr Geld zurückbekommen, dass sie mit den Banken arbeiten. Aber ich würde sagen, damit ist erstmal das Vertrauen natürlich bestätigt. Und noch niemals bei Visa, sondern bei Coinbase, die dann anscheinend nichts dafür können. Tja, interessantes Thema, da bleibe ich aber auch dran. Und wenn es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr das hier bei uns. Nächstes Thema, Uber. Die verkaufen jetzt ihr Südostasien-Geschäft an das Singapur-Startup Grab. Grab ist auch eine Ridesharing-Company, also genau wie Uber, wo man sich über eine App ein Auto holt von einer Privatperson teilweise. Und Uber hat einfach keinen Fuß in den Markt gekriegt und hat gesagt, dann verkaufen wir es lieber an Grab und bekommen dafür auch Anteile an der Firma. Denn ähnlich haben sie es auch schon in China gemacht, wo sie auch relativ wenig Chancen hatten, im Markt zu bestehen, denn dort gibt es Didi als dominierende Ridesharing-Company und da haben sie entsprechend ihr Geschäft für China auch an Didi verkauft und sich dafür an der Firma dann beteiligt. Das ist auf jeden Fall anscheinend die Strategie jetzt von Uber, dort wo der Markt schon aufgeteilt ist, lieber ja, den eigenen Dienst verkaufen und sich an den entsprechenden Unternehmen zu beteiligen. Und das letzte Thema für heute ist IKEA. Die haben ja mit Threadfree, ich hoffe, ich spreche das mal richtig aus, ein Smart Home bzw. Smart Lighting System im Angebot, was mittlerweile auch mit der Hue zusammenarbeitet, genauso wie mit der Amazon Alexa und mit dem HomeKit. Das ist eine gute Sache. Und IKEA hat schon früh gesagt, jetzt spricht mein Alexa hier schon wieder mit mir, sorry dafür. IKEA hat aber schon früh gesagt, hier, es soll nicht bei den Lampen bleiben, sie wollen noch mehr bringen. Unter anderem auch eine schaltbare Steckdose, die sich über Threadfree einbinden lässt. Und jetzt ist auf einmal in dem IKEA-Markt ein Threadfree-Transformer aufgetaucht.
ein Transformer, das ist jetzt nicht so ein Auto, was sich in einen Roboter transformiert, sondern ein Transformer, der ist dafür da, dass man LED-Leisten und LED-Panels damit steuern kann. Und der wurde jetzt von einem Leser vom stadtbremerhaven.de-Blog entdeckt in einem IKEA-Markt, nirgendwo auf der Webseite verzeichnet. In der App ist er auch noch nicht auswählbar. Man kann ihn aber mit dem Trick schon einbinden. Und daher einfach mal der Tipp, wenn ihr euch für Smart Lighting, Smart Home interessiert und Tradfree von IKEA auch schon auf dem Schirm habt, schaut einfach mal in eurem IKEA-Markt vorbei. Vielleicht liegt da im Regal was, was noch gar nicht eigentlich verfügbar sein sollte. Denn der offizielle Start ist eigentlich für das zweite Quartal 2018 angestrebt. Und ja, wie ihr wisst, wir sind im Februar. Also schaut mal vorbei. Und das war's für heute. So viele News sind nicht übers Wochenende reingekommen. Deswegen einen schönen, entspannten Start in die Woche, in euren Arbeitstag oder Schultag heute am Montag. Und wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.